Dann würde ich gerne einmal die ganzen Berge hier einmal aufgedeckt haben. 1000 Eisen. Das nächste Schritt. Ich würde jetzt auch sagen, Gruppe 0. Ihr seid noch hier unten. Meint ihr 5 Wetterkraftwerke dazu oder maximal 5 Wetterkraftwerke, die stehen? Mir eigentlich so ziemlich egal. Wir bauen 4 dazu. Und direkt ausbauen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So. Gruppe 2 geht auf 12 Trupps hoch. Ausbauen, da können wir ein paar schwere Reiter dazu holen. Unsere Eisenwirtschaft ist auch nicht wirklich, was sie hätte mal sein können, aber was soll man machen? Wir haben auch die Position hier, die vernichtet werden muss. Huch. Nein. Ja, komm, wechsle. Du hast 0. Dann gibt's 0. Okay, interessant, dass unsere Leibeigenen den auch auslösen können. Das hätte ich nicht gedacht. Auf meinen Befehl. Fertig. Auf meinen Befehl. So. Abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Und jetzt bereinigt uns das Land ein wenig. Fertig, Meister. Wo Hunger? Es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ist alles in Arbeit. Es gibt nicht genug zu essen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Einmal kurz hier alles einnehmen. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dafür sind wir genau. Gut. Sehr gut. Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose. Okay, ein Dieb kann sich da lang schleichen. So war wahrscheinlich die Intention. Dann verfolgen wir die Intention mal ganz kurz. Boah, noch hier mal ganz kurz durch. Du Ärmster. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt. Fünf Kraftwerke genügen, mehr Energie kann ich nicht verarbeiten. Die Energie reicht jetzt für 110 Sekunden. Sehr gut. Eine Minute lang Priester ermorden ist sehr nützlich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau fertig. So, der Feind hat sich da oben hingesetzt. Wir müssen wahrscheinlich zuerst alle Kraftwerke vernichten, damit wir da dran können. Und dann gibt es noch die Position da drüben, die wir vernichten müssen. Ist ein Karren. Würde mich interessieren. Hört das unsere Helden hier einfach hoch? Mache ich. So. Berittene Streitaxtkämpfer. Jupp. Jupp. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Was meint ihr, was ihr da hinten treibt? Und wir setzen uns hier eine gute Belagerungsposition auf. Ja. Natürlich. Natürlich. So, Gruppe 9. Geht direkt mithelfen. Na, gut. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Männer. Sind wir gerechnet für 90 Sekunden? Ihr habt nicht genug Häuser durchlaucht.
Wo ist der Drecksack, der das getan hat? Wo du Abschaum wieder mal. Das ist der eine, der wohl... Nee, hier ist noch einer unterwegs. Tja, den holen wir uns zuerst. Zieht er uns alles gerade das Wetterkraftwerk? Die respawnen, nehme ich an, nicht wahr? Die kommen aus dem entsprechenden Tempel, kommen da runter und machen Unsinn. Dass uns ausgerechnet unsere Maschine hier bekehrt, ist einfach nur wieder gemein. Und frech. Ja, hier sind einfach drei. In dem Bereich sind einfach drei Priester unterwegs. Ohm Erek macht das schon. Ich habe alles im Griff. Zahltag. Da wir schon die Position hier hinten ganz gut haben. Mache ich. Hier könnte ich doch bestimmt durchsneaken und den entsprechenden Mechanismus hier zerstören und dann hier rüber arbeiten. Wir erledigen das. Gerne. Gerne. Aber ja, die Priester sind neu entstanden. Wie ihr wünscht. Ja, Eureka! Mit Vergnügen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sofort. Mach keinen Unsinn. Dieb, mach keinen Unsinn. Häuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Für euch doch immer. Für euch doch immer. So, hier ist sozusagen die Barriere am Loslegen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Getrickst. Mit Vergnügen. Mache ich. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Gerne. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja. So, du bist schon längst nicht mehr aufgedeckt, nicht wahr? Gerne. Habe ich mir gedacht. Als ob ich euch aus dem Gebäude zerstören lasse. Aber sicher. So. Mit Vergnügen. Zahltag. Sofort. Ja. Jetzt die Position da oben noch ein. Sofort. Mal kurz zerstören gehen. Ich hab getan, was ihr wollt. Mal kurz. Sofort. Aber sicher. Aber sicher. Ja. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Als wenn es nichts wäre. Für euch doch immer. Für euch doch immer. Nun, das war abzusehen, nicht wahr? Ihr werdet angegriffen. Gerne. Nutzt die Verzögerung, versteckt für euch da drüben, während er hier hinten sich, sofort. Gerne. Verkriecht. Gerne. Huch, was steht ihr denn noch da? Natürlich. Mache ich. Was ist mit meinen Dieben falsch? Alter! Natürlich. Welche peinliche Vorstellung war das denn wieder, mein Freund? Mach das weg. Ihr müsst es nicht lebendig schaffen. Ihr müsst es einfach nur schaffen. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, räumt das den Weg hinten frei? Können wir es heraus? Bauen wir übrigens die Gießereien kurz aus. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, natürlich hast du das mittlere verdammte Wohnhaus mitgeklaut. Und ein paar Leibeigene sind auch noch verschwunden. Gruppe 0, Gruppe 9. Ah, ne, sind sie nicht. Das ist der eine Kollege, dem auch Schwefel lag, nicht wahr? Ja.
Kommt jetzt hier rein? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Nein. Dann versucht's nicht. Hier sein. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Aber wir haben hier doch. Ich soll dich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die. Oder war das der, wo man durchsneaken muss? Ja, genau, das da oben war der, wo er sich eingenistet hatte. Hier sind noch ganz viele Priester überall unterwegs. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich. Bewegt euch hier rüber. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu sein. Gesehen. Priester! Wird gemacht. Angriff! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie ihr befehlt, ich tue mein Bestes. Wo sind so schweren Reiter, die wir ausgebildet hatten? Hier oben. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Der Frechheit von diesem dreckigen. Von diesem dreckigen Abschaum. Ja. Jetzt rennt der auch noch weg! Wird gemacht. Renn! Wenn du musst. Du glaubst, dass sich retten wird. Bleibt hier. Gruppe 6. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Formiert euch. In Ordnung. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jetzt hat die Sonne es geschafft, irgendwie um meinen Sonnenschutz drumherum zu scheinen. So. Dass ich die Minimap nicht mehr richtig sehen kann. So, jetzt kann ich die Minimap wieder sehen. Und ja, wir sehen hier einfach hier unten einen riesigen Haufen von diesen elenden Priestern überall rumrennen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und wir müssen sie auftreiben und alle ausmerzen. Also gut, gehen wir hier runter. Zerlegen, was auch immer sie hinterlassen und gehen dann weiter. Und dann, Priester, Gruppe 1. Was kostet der nächste? 2000 Holz. Bin ich bereit zu zahlen, wenn dieser Abschaum meine Stadt nicht lebendig durchschreiten kann? Gruppe 6. Da ist einer. Auf sie. Ja, Herr. Wird gemacht. Ja. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. In Ordnung. Das kann ich. Das kann ich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, mein Herr. So. Jetzt ist es ja dunkel, man sieht gar nichts. Angriff. Wir vernichten mal ganz kurz deren Stadt. Und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Der Helis hat unseren Leib eingetötet. Weiß doch ganz genau. Jawohl, gerne. Da ist schon wieder einer. Ich tue mein Bestes. Wird gemacht. Das muss ja alles enden. Wir werden siegen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Eureka! Für Ruhm und Ehre. Langbögen sind jetzt gestattet. So. Ja, Herr. Ah. Gute Güte mit diesen Priestern. Mit denen hat man schon sein Kreuz. So soll es sein. Da ist einer. Ich tue mein Bestes. Bis in den Tod. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. In Ordnung. Ja, dafür.
Die ganze Karte mit Türmen aufzudecken war noch niemals eine so verlockende Idee, sage ich euch. Ich bin überrascht, dass der noch nicht bekehrt wurde. Sieht hier. So, sehen wir noch irgendwo weitere? Nicht im Moment. Das ist kein Garant, dass nicht hier sind. Wie wir alle wissen, Unschuld beweist gar nichts. Lehrt sie das Fürchten. Auf in den Kampf. Natürlich. Das hier muss vernichtet werden. Und von hier aus kommen wir wahrscheinlich am besten da dran. Das kann ich. So soll es sein. So, werdet die Anhänger der Priesterschaft mal ganz kurz los. Technologie erforschen lassen. Die haben das Land wirklich in den Ruin getrieben. Lehrt sie das Fürchten. 500 Steine, 500 Leben, 500 Schwefel. Das ist keine Schwierigkeit. Euer Wunsch ist mir Befehl. Du bist schon der einzige Kundschafter, der am Leben ist. Die ganzen Dörfer werden einfach komplett in Schutt und Asche gelegt. Lehrt sie das Fürchten. So soll es sein. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Ja. So. Zuallererst geh du noch dahin. Du übernimmst die Rolle 5 und gehst runter zur Armee. Ja. Und du kannst dir das hier ansehen. Seht durch mein Fernglas. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr werdet zu Gruppe 1. Damit ich euch einfacher Zugriff habe. Ihr seid Gruppe 6 als Stadtwache. Meine Jungs und ich heute Abend frei. So, ich möchte, dass ihr uns dieses Unsinns hier entledigt. Wir tolerieren diesen ganzen Abschaum hier nämlich nicht länger. Da ist ein Priester. Gerne, jawohl. Wird gemacht. Ich tue mein Bestes. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Seht her. Seht durch mein Fernglas. Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich. Als ob es mich interessiert. Schießt. Wie ihr wünscht. Für Ruhm und Ehre. Bin schon dabei. Wie ihr wünscht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bin schon dabei. Ja, Milord. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Angriff. Erik ist kampfunfähig. Natürlich, das mache ich. Nur Mut. Wir werden siegen. Schießt die Leute wieder frei. Weg damit. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Priester. Stop. Für Ruhm und Ehre. Der Nonsens wird nicht länger toleriert von denen. Kunji 5, gut, dass du jetzt da bist. Sieht durch mein Fernglas. Stop. Wir bleiben hier. Sofort. Für Ruhm du, lauf. Und Ehre. Nicht weiter vorwärts. Jawohl. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Bis in den Tod. So, jetzt aus der Entfernung. Nein. Da drauf. Das, was ich eigentlich verhindern wollte, aber gut. Jetzt könnt ihr zeigen, was Flanke hier. Bewegung. Schießen, du nicht schießen, laufen. Jawohl. Wir kümmern uns darum. Angriff. Halt die feindlichen Fernkämpfer. Bis in den Tod. Erik. Nach vorne mit dir. Wie ihr befehlt.
Bleibt in Bewegung, Eric. Kümmert euch da drum. Auf die Zelte. Yuki übernimmt das den Beschuss. Wunderbar. Kümmert euch darum. Jawohl. Mit dem größten Vergnügen. Gerne. Das mache ich. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, jawohl. Das mache ich. Jawohl. Ich könnte schwören, nein, nicht doppelt. So. Gerade eine Elfe gesehen. Nein. Dort oben im Baum. Nur eine Einheit ausgewählt haben, bitte. Okay, zurück. Kämpft die Feinde nieder. Ja, für Ruhm und Ehre. Stopp, macht sie nieder. Das kann ich. Wir erledigen das. Angriff. Da drauf. Jetzt da drauf. Und jetzt Ballistertürme. Nun ja, überrangieren. Das solltet ihr ja hinbekommen. Ja, keine so große Herausforderung, nicht wahr? Nein, geh weg! Nur Mut! Wir werden siegen! Feinde greifen euch an! Bin schon dabei! Nur Mut! Wir werden siegen! Wie ihr wollt! Yep! Yep! So! Angriff! Mit dem größten Vergnügen! Natürlich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir bleiben hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Schulden. Und wo kommt ihr da dran? Am besten wird ist die Frage. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das hier lässt sich scheinbar nicht öffnen. Was die Sache hier angeht, bin ich mir echt nicht sicher, was die Diebe hier tatsächlich getan haben. Hier gab es was, wo wir uns vorbeischleichen mussten, schätze ich. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr wünscht. Natürlich. Angriff! So, kümmert euch darum. Was ist los? Hier gibt es noch ein paar weitere Gebäude, die auf dem Weg ausgeräumt werden müssen. Gruppe 1. Setzt euch wieder in Bewegung. Die Priester werden wohl aus dieser Richtung irgendwie kommen. Entsprechend bereiten wir da einen kleinen Belagerungsring vor. Und mit kleinen meine ich, wir brauchen erstmal 4 Kanonentürme. Nichts lieber als das. Sie schattert. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wisst ihr was? Nein. Gruppe 9, runter da. Gruppe 0, hoch da. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Dach, Chef. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. So, es ist an der Zeit, das Ganze hier ein bisschen zu bereinigen. Auch wenn es schade um die ganzen Gebäude ist. Aber sie haben sich Gehirn waschen lassen. Das ist inakzeptabel. Dort oben im Baum. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So und so. Und jetzt können wir Stück für Stück uns daran setzen, die Karte aufzudecken. Eure Arbeiter bezahlen. Priester laufen gerade glücklicherweise keine wirklichen mehr rum. So, vielleicht bauen die Dörfer ihre Sachen ja wieder auf. Ihre Minen scheinen die irgendwie teilweise wieder aufgebaut zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier. Fertig. Wisst ihr, lasst die Helden das machen. Ihr könnt euch zurückfallen lassen und euch regenerieren. Ausbau fertig. Sie schillern. Und so. Schließen wir den Belagerungsring um deren alien Ketzerabschaum. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ausbau abgeschlossen. Lasst die Furcht von euch abfallen. So, macht das bitte weg. Marschformation und bitte bewegt euch nach oben. Lasst euch regenerieren. Schön auffrischen. Seid nämlich nicht im besten Zustand.
lieber als das. Wir gehen auf 6 Türme hoch. So sind mir die Lücken noch zu groß in der Verteidigung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau abgeschlossen. Ja! Da ist ein Priester schon wieder. Gruppe 1, umdrehen. Priester. Ich bin fertig. Bewacht ihn mal. Wie ist der hier hingekommen? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Schaut in die Ferne. Na, schön. Der Job des Kundschafts, das wurde für den Kundschafter bereits erledigt. Aber hier gibt es noch was zu erkunden. Also mach dich auf den Weg. Ist immer noch ein Priester unterwegs. Jagt ihn nieder. Und macht das hier bitte. So. Dann könnt ihr jetzt hinten Holz hacken. Jawohl. Du bist jetzt gerade Kunji 5, weil du näher an der Armee bist. Ausbau abgeschlossen. Schaut in die Ferne. Wenn wir heute Abend Feierabend haben, gehen wir alle gemeinsam einen trinken. Und ich wette, da ist er. Gruppe 1. Unter den Tisch, wie die letzten Male auch. Holt ihn noch. Bis in den Tod. Macht sie nieder. Ausbau fertig. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich... So, glücklicherweise ist die Schwefelwirtschaft sehr stark. Oben im Bau. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Bin mir gerade nicht sicher, was wir mit den Dieben jetzt genau machen sollten. Wir sollten wahrscheinlich nach hier unten irgendwie hingehen. Aber es ist gut. Erst einmal könnt ihr euch nach hierhin bewegen und dahin gehen. Ihr schlachtet den wieder ab. Natürlich haben die Leibeigenen bekehrt bekommen. Und die werden jetzt schon wieder in unsere verdammte Stadt reinrennen. Gut. Ja. Dieb, sag mir, ob hier hinten irgendwas Lustiges ist. Der Kundschafter hat uns ja hier davon erzählt. Jawohl. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Komm mit. Euch doch immer. Andererseits, du, der hält uns gerade hauptsächlich Sicht, nein, das ist der Dieb. Der hält uns gerade hauptsächlich Sicht auf den ganzen Spaß hier drüben. Mein Fernglas. Der Spaß macht mir schon ein bisschen Sorgen. Aber mal sehen, wir werden da durchkommen. So. Seht durch mein Fernglas. Natürlich. Gerne. Sicher. Stimmt, keine unsichtbare Barriere, kann sich einfach durchschleichen. Mit Vergnügen. Ja. Gerne. Ja. Mit Vergnügen. Ja. Gleich. Mach das weg. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Der ist noch da unterwegs. Der kann nach hier oben zurückkommen. Und uns von unten aus helfen. Und du bist erstmal Kunji 5. Den ganzen Spaß sollten wir aber zuletzt zerstören. Die Kraftwerke müssen wir natürlich zuerst machen. Aber das sollte definitiv das letzte sein, mit dem wir uns befassen. Denn das können wir von hier oben zerstören, aber dann sind wir nicht in der richtigen Position, um den Abschaum hier abzuwehren. Und das könnte mit Unsinn vergolten werden. Und das würden wir nicht wollen, nicht wahr? Zahltag. Jawohl.
Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Moment. Jawohl. Aber sicher doch. Seht her. Diese Motte gefällt mir nicht. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ist das, wo die Priester die ganze Zeit hergelatscht kamen? Kann das sein? Würde erklären, wie die hier unten aufkreuzen, ohne dass wir sie da oben jemals gesehen haben. Wir behalten diesen Turm einfach mal spezifisch im Auge.